So, wir wollen uns jetzt außerhalb der Stadt mal umsehen nach einer Ruine. Wir sind jetzt hier. Wo wollen wir überhaupt als nächstes hin? Also, weil diese Zufallsereignisse, die um eine Stadt herum sind, da ist es, soweit ich das sehen konnte, ziemlich egal, in welche Richtung man geht. Aber das hatten wir hier unten bei dem Druiden. Da waren wir in die eine Richtung gegangen, haben seine Höhle gefunden, sind in die andere Richtung gegangen, haben sie auch gefunden. Also nicht Höhle, sondern Hütte war das, glaube ich. Also sollten wir jetzt erstmal planen, wo wir als nächstes hingehen und dann hoffen, dass wir unterwegs die Ruine finden. Also, ich habe auf meiner Liste noch Fexkaea. Oh, ich habe die Jasma Tinmas dort ja gar nicht durchgestrichen. Wo ist ein Stift? Da ist ein Stift. So, allzu viele haben wir auch nicht mehr. Wir haben noch Otter hier. Fjordur Arinson. Aber da waren wir bestimmt schon. Vortost Ruine. Das scheint das einzige Kartenstück zu sein, das wir noch auf der Liste haben. Außer das bei Fexkaea. Aber ich glaube, das war Fake. Also ich kann mich einmal erinnern, da eine recht lange Reise hingemacht zu haben, damals. Und das hatte nichts gebracht. Außer ich habe da irgendwas übersehen. Also das könnten wir noch überlegen. Na gut, gehen wir einfach erstmal irgendwo hin. Und wenn wir dann diese Ruine nicht finden, gehen wir einfach zurück und nehmen einen anderen Ausgang. Deine Gruppe ist erschöpft. Na gut. Myrrhum steht vorne, das ist schon mal gut. Jetzt habe ich nämlich vergessen, darauf zu achten, als wir die Stadt verlassen haben. Denn wenn irgendwo eine Ruine ist, dann wird Myrrhum die finden. Wenn vorne stehen würde, würden wir wahrscheinlich einfach dran vorbeitapsen. So, Kräuter suchen Jallen. 4 Stunden. Ein eitriger Krötenschimmel. Naja. Wasser und kann was Essbares erlegen. Sind wir irgendwie überladen wegen Essen? Nein. Und alle haben genug. Sehr schön. So. Da war jetzt keine Ruine. Also zurück nach Tos. Und hoffen, dass die Würfel diesmal besser fallen. Denn ich denke, es wird irgendeine Probe auf Myrrhum sein. Entweder Wildnisleben oder Sinnesschärfe. Irgendwas in der Richtung. 4 Stunden. 2 Tanelen, 2 Wirselkräuter. Sehr schön. Keine Ruine. Na gut, bleiben noch 2 andere Ausgänge, die wir benutzen können. Auch wenn das recht viel Zeit in Anspruch nimmt. Einmal hin in irgendeine Stadt zu reisen und gleich wieder zurück. Aber wenn dieser Händler eine Karte hat, dann sollten wir die auch versuchen zu bekommen. So, wir können nach Tianzhet und nach Alla. Da sind wir noch gar nicht gewesen in der Ecke. Wir sind immer an der Küste lang. Aber nee, Tianzhet ist näher dran. Und schon wieder erschöpft. Das geht immer so schnell. Kaum aus der Stadt raus und. Na gut. Derek, Gerogon, Gwendolyn. Und die Frau in Tos hätte uns ruhig mal einen Hinweis geben können, in welcher Richtung das war. Hat sie doch nicht, oder? Also aufgeschrieben habe ich mir nichts. Aber das will ja nicht wirklich viel heißen. Oh, am Wegesrand erkennt ihr eine alte Feuerstelle. Scheint ein illegaler Rastplatz zu sein. Nein, wir reisen weiter. Gewaltmarsch. Das hat ja nicht sehr viel gebracht. Aber ich glaube, auch diese Richtung ist nichts, sonst hätten wir schon was gefunden. Denn wir sind ja schon einen ganzen Tagesmarsch von der Stadt entfernt. Und so wie ich das verstanden habe, soll das recht knapp außerhalb der Stadt sein. So, alle voll. Kirigon hat soeben die letzte Ration gegessen. Das ist nicht gut. Und wo laufen wir ganz hin? Die Gruppe hat einen echt komischen Schwenker gemacht. Aber gut, Kirigon hat Hunger. Da muss er erstmal was zu essen bekommen. 2 Rationen. Ist noch irgendjemand leer? Nein. So, wir wollen zurück. Wieder diesen komischen Schlenkerweg. Ah, erstmal wieder rasten. Das ist jetzt schon über eine Woche, die draufgegangen ist. Nur um diese Ruine zu finden. Das ist nicht gut. Der Winter müsste langsam da sein. 3 Gulmonblätter, 2 vierblättige Einbeeren. Schön, schön. So, weiterreisen. Jetzt aber mal ein Gewaltmarsch. Kommt schon. Idealer Rastplatz. Ja, rasten wir. Die Sonne geht eh gleich unter. Tut sie doch, oder? Ja, 18 Uhr. Und wir sind am 10. Boron, Herbst. Das heißt, wir haben noch so 20 Tage, also 3 Wochen ungefähr. Und dann kommt der Winter.
Das heißt, wir können dann die Gebirgspässe nicht mehr passieren. Also wenn wir nach Vex'Kaer wollen, dann sollten wir das jetzt machen. Sonst müssen wir ganz außen an der Küste rum, um da wieder hinzugehen. So, Wache aufstellen. Zack, zack, zack. Kräuter suchen. Und erstmal Ration verteilen. Vielleicht sollten wir noch nach Essen suchen. Denn wir haben nur noch 2 Rationen in der ganzen Gruppe. Obwohl, Gerung hat halt noch einen, also 3 Rationen. Und findet was Essbares. Sehr schön. So, du hast eine. Du hast eine. So, ich glaube, Tirik fehlt noch. Genau. Jeder eine Ration. Ist nicht besonders viel. Also wir sollten auf jeden Fall jedes Mal, wenn wir jetzt rasten, nach Nahrung suchen. Die letzten Lebenspunkte werden regeneriert. Oh, am Wegesrand erkennt ihr einige umgestürzte, moosbewachsene Baumstämme. Scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Ah. Vielleicht könnte man hier auch ein paar Kräuter sammeln. Ich will eine Ruine finden. Aber wenn das schon mal so angeboten wird, na komm, rasten wir. Wie spät haben wir es denn? 14 Uhr. So dringend brauchen wir die Kräuter nicht. Ich gehe nicht um Mittag schon schlafen. Oh, Mirum fordert euch auf, stehen zu bleiben. Am Boden ist eine schwache Fährte zu erkennen. Was für eine Fährte? Nach der Rast fallen euch in unmittelbarer Nähe eures Lagers Spuren auf, die offensichtlich von einer Herde Wildschweine stammen. Na, wir brauchen Rationen, ne? Na gut, gehen wir mal kurz auf Wildschweinjagd. Ihr marschiert eine geraume Zeit und könnt feststellen, dass die Herde sich offensichtlich getrennt hat. Ihr verfolgt eine einzelne Spur, die in einen kleinen Wald führt. Dort entdeckt ihr einen Keiler von enormer Größe, der gerade den Boden durchwühlt. Der Keiler scheint eure Annäherung bemerkt zu haben, denn unterbricht seine Tätigkeit, schnüffelt kurz und verschwindet dann wie ein geölter Blitz im Wald. Wollt ihr den Keiler verfolgen? Ja. Dies ist eindeutig das Heimatrevier des Keilers, denn es gelingt ihm binnen kürzester Zeit, euch abzuschütteln. Enttäuscht kehrt ihr auf den Weg zurück. Schade. Ich habe mich schon auf Wildschwein mit lauwarmer Servisia gefreut. Na gut. Müssen wir halt hier nochmal jagen gehen. So, Mirum findet Wasser und kann was Essbares erlegen. Und noch mehr Tanelen. So viel dazu, dass wir zu selten Tanelen finden. Das habe ich vor kurzem ja mal bemängelt gehabt. Jetzt finden wir fast jedes Mal welche. War wahrscheinlich echt nur Pech damals. So, jetzt haben wir noch den südlichen Ausgang. Der führt ganz bis nach Ribbon. Bevor ich da jetzt lang gehe, denn ich denke, wenn wir da einmal durch sind, kommen wir nicht wieder zurück wegen dem Winter, gucke ich mir meinen Zettel nochmal genauer an. Der ist ein wenig chaotisch angeordnet. Ich denke mal, wenn wir mit dem Let's Play durch sind, also mit dem ersten Teil jetzt von DSA, werde ich den mal einscannen, damit ihr euch das Chaos angucken könnt. Also, Gerbald in Vex'Kaer. Wir haben jeden Mal Tinmaster, die habe ich doch gerade durchgestrichen. Dover Stift geht nicht. Na gut, muss ich später machen. Also, die haben wir auch abgehakt, da waren wir gerade. Wir haben Asgrim Thorbaldsson in Breida. Das war der Lügner. Stimmt, den habe ich eben übersehen gehabt. Wo ist Breida? Ist der oben auf der Insel? Ne, das war Breddel. Jetzt muss ich wieder alle durchgehen. Ich guck mal ganz kurz. Ich habe eine Liste von Städten, die an der Westküste waren. Also hier unten. Und da ist Breddel nicht bei. Also kann ich den ganzen Bereich hier schon mal ignorieren. Vielleicht auf der Insel hier. Da waren wir auch noch nicht. Kjallanderhof klingt ja auch interessant. Serske, Merske, Efferdun, hier irgendwo war Nordwesten im Südosten. Genau, da ist Nordwest. Kravik. Und Skellelen. Nö. War es hier oben auf dem Weg nach, wie hieß das nochmal, Feldstein? Also Feldstein, Oberorken. Hier war diese komische Furt. Aublock. Angbodiertal, da waren wir auch vor kurzem erst. Rukien.
Was war das gerade? Tjolla. Breida, da unten. Ja doch, das bietet sich an. Also wir gehen jetzt hier runter bis zu der Stadt, reisen dann bis nach Breida, gucken, was der Lügner zu sagen hat. Und dann reisen wir nach Hexkaer. Weil sonst haben wir nichts mehr auf der Liste. Die Ruine, ja, ich weiß auch nicht. Wir sind jetzt jeden Ausgang einmal rausgegangen. Es hat nicht wirklich viel gebracht. Mit etwas Glück finden wir es ja auf dem Weg durchs Gebirge. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Auf den Felsklippen über euch sitzen wohl ein Dutzend scheußlich anschauender Wesen. Halb Frau, halb Vogel. Urplötzlich lassen sich vier von ihnen vornüberfallen und greifen im Sturzflug an. Wir stellen uns dem Kampf. Das sind nämlich nur in Anführungszeichen Harpien. Das kriegen wir schon hin. Angriff, Harpier. Ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir gegen die kämpfen. Also dürfte es einen schönen Bonus geben. Ist ja auch eine größere Gruppe. Das heißt, mit etwas Glück haben wir gleich ein Level-Up. So, Angriff. So, Talana ist eh schon im Nahkampf, da kann nicht mehr viel schief gehen. Dann geh du mal dahin. Obwohl, die Elfen haben bestimmt noch ihre Nahkampfwaffen in der Hand. Nein, haben sie nicht. Schön, schön. Angriff. Auf dich. Jetzt haben wir den Schaden optimal verteilt. Jeder greift ein anderes Ziel an. Und nein, du sollst keinen Selbstmord begehen. Oh, ich steuere schon wieder mit der Maus. So, sichern. Mürrim, du schießt auf die Harpie. Die hätte schon 16 Trefferpunkte bekommen. So viel dazu, dass es nur Harpien sind. Die sind doch etwas stärker, als ich sie in Erinnerung hatte. Und du schießt auf Talanas. Und daneben. Gut, du sicherst wieder. Dich dürfte fast keiner treffen können. Das Problem ist nur, wenn Talana getroffen wird, dann gleich richtig, weil sie ja keine Rüstung hat. Du gehst erstmal wieder einen Schritt weg. Schießt dann. 22 Trefferpunkte hat die jetzt schon abbekommen. Das ist ordentlich. Und so viel zu Talana trifft keiner. Mist, Mist, Mist. Dabei haben wir extra alle Punkte auf Parade gesetzt bei ihr. Das sind zähe Biester. Dreh dich mal kurz um und helf. Mürrim ist das, glaube ich. Wow, 29 Trefferpunkte hat er jetzt schon abbekommen. Also, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das ist ordentlich. Mehr als ordentlich. Komm schon. Sichern. Oh, Talana kriegt gut eins ab. Sollten wir eventuell gleich mal abziehen. Und dann vielleicht Gwendolyn oder Geogon ranschicken. Oh, und sie ist geflohen. Da haben wir so viel Schaden dran verursacht. Die hätte ich auch gerne fallen sehen. Na gut, du gehst... Wo gehst du mal hin? Du gehst mal da hin. Und schießt auf den. Und Gerogon stellt sich taktisch ungünstig in den Weg. Ne, die wird so oder so fliehen können. Hau mal weiter auf den hier ein. Oder die da. Du hast schon ganz schön viel Schaden gegessen. Du gehst jetzt dahin. Das heißt, die Harpie wird auf eine der Elfen gehen, wenn sie nicht vorher abgeschossen wird. Wird sie nicht. Terik auf den. So, du könntest zaubern. Aber das sparen wir uns. Also die Astralenergie. Das kriegen wir auch so hin. Kommst du noch einen Schritt zurück? Ja. Aber danach wird es eng. Sprichwörtlich mit dem Rücken zur Wand. Oder zur Grasmauer, Busch, Baum, Schrägstrich, was auch immer das ist. Aber das hat ja gepasst. So, du greifst aggressiv an. Und sehr schön. Und Terik macht mal ein bisschen Platz für die Bogenschützen. So, ja, doch, lief ganz gut soweit. Also, abgesehen davon, dass Talana halb tot ist. Aber da kann sich Jalen gleich mal versuchen. Hust, hust. Obwohl ich echt versucht bin, das gar nicht erst zu probieren, sondern ihr gleich Wirselkräuter zu geben oder Einbeeren. Denn nochmal Wundfieber muss nicht unbedingt sein, zumal wir jetzt mitten im Gebirge unterwegs sind und wahrscheinlich für ein paar Tage nicht in die Stadt kommen. Abwarten, Angriff. So.
Komm schon, Terek. Zeigt der Gruppe, dass Nahkämpfer auch gut Schaden machen können und nicht immer nur die Elfen. Warten. Und... abwarten. Abwarten. Und... ah, schon wieder daneben. Ja, irgendwie treffen die Elfen in letzter Zeit nicht ganz so häufig. Terek trifft Terek. Wenigstens einer trifft jemanden. 4 Schaden hat sie eben auch schon gemacht. Komm schon, ein guter Treffer, dann müsst ihr umkippen. Oder auch nicht. Gerogon, zeig sie ihn. Ja, sehr schön. Und das gab nur 12 Abenteuerpunkte. Den haben wir die wohl doch vorher mal getroffen. Also, du isst eine Tanele, auch wenn es anscheinend erst fürs übernächste Mal schlafen geht. Und du kriegst die ganzen Einbeeren. So. Und davon isst du jetzt so lange welche, bis du auf, sagen wir mal, 20 kommst an Lebenspunkten. Was wahrscheinlich alle sind? Nee, das reicht. Schön, schön. Du suchst gleich Neukräuter, 4 Stunden reichen. Ihr haltet Wache und auf jeden Fall Essen suchen. Kann was Essbares erlegen. Schön, schön. Alle sind voll, weiterreisen und ihr entdeckt einen kleinen Pfad, der steil den Berg hinaufführt. Das könnte die Stelle sein, die euch Jasmin beschrieben hat. Sehr schön. Wir wollen den Pfad auf jeden Fall erkunden. Der Pfad führt zunächst schräg am Hang entlang und dann, etwa auf halber Strecke zum Gipfel, auf einer Höhe um den Berg herum. Oh, das sieht ja ominös aus. Auf der rückwärtigen Seite des Berges hält der Pfad auf ein kleines Wäldchen zu. Als ihr näher kommt, entdeckt ihr ein paar Mauerreste. Bald endet der Pfad und ihr erreicht eine Ruine. Früher musste es eine mächtige Burg gewesen sein, doch jetzt stehen nur noch wenige Mauern und auch die werden der Witterung nicht mehr lange trotzen können. An den verbliebenen Resten lässt sich kaum noch nachvollziehen, wie die Burg ausgesehen hat. Lediglich ein ehemaliger Turm ist durch kniehoch aufgetüppte Steinreste angedeutet. Wollt ihr die Ruine untersuchen? Ja, natürlich. Oh, und ein richtiger Dungeon ist es. Sehr schön. Dann speichern wir doch mal ab und gucken uns nächste Folge diese Ruine genauer an. LP 40 und wir sehen uns gleich wieder.